Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und mit eurem Gameblamer. Und ich habe heute was ganz Besonderes für euch, wie ihr schon natürlich wieder im Titel lesen könnt. Risen 3, das heute erschienen ist. Ja, ich glaube schon. Ja, und wir machen da einen Quickblick. Wer nicht weiß, was ein Quickblick ist, ich spiele ungefähr 30 Minuten lang das Spiel für euch an. Ihr guckt mir dabei zu und so bekommt ihr genau denselben ersten Eindruck wie ich. Und wir können gemeinsam in den Kommentaren, ja, diskutieren darüber, was uns das Spiel so, ja, zu bieten hatte. Ob uns das gefallen hat oder nicht. Ich sag sowieso meine Meinung am Ende vom Video, da könnt ihr gar nichts gegen machen. Ich drücke jetzt einfach mal Start, weil da auch steht, dass ich Start drücken soll. Festplatte. Ja, Festplatte. Was ist los hier? So. Gehen wir erstmal in die Optionen rein. Video kann man auf der Konsole eh nicht besonders viel machen. Audio kann man auch nicht so besonders viel machen. Aber tut mir leid, meine Lieben, ich mache die Musiklautstärke runter. Ich möchte nicht nochmal so ein Desaster wie bei Sacred 3 oder anderen Spielen erleben, dass ich hier wieder Musik rausschneiden muss und Szenen und ach, ist alles Kacke dann. So, also, das ist das Einzige, was dann ja, sich unterscheidet von... dem, wenn ihr das jetzt spielen würdet, ihr hättet jetzt tolle Musik, die ich nicht habe. Neues Spiel. Wenn du nicht weiter weißt, kannst du dir deine Questziele auf der Karte anzeigen lassen. Wow. Das ist ja mal Innovation. Das ist mal was ganz Neues. Nein, Quatsch. Ja, mal gucken, was dieses Spiel uns zu bieten hat. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Risen 1 und 2 nicht gespielt. Neben den Logbucheinträgen kannst du dir zu aktuellen Aufgaben auch nochmal einige Dialoge anzeigen lassen. Ich wusste, dass es schwierig werden würde. Wann war es denn einmal einfach? Wie oft hatte ich schon auf meinen unzähligen Kaperfahrten dem Tod ins Auge gesehen? Aber das, was mir da mit seiner hässlichen Fratze entgegenblickte, überstieg meine kühnsten Vorstellungen. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Dein Körper gehört mir. Männer, Attacke! Oh, oh, oh. Zur Erklärung, ich spiele das hier auf der Xbox 360 und die scheint hier schon so ein bisschen in die Knie zu gehen. Das ist, glaube ich, schon zu viel für die arme alte Xbox. Ah, somit. Ah, angreifen. Schlage unmittelbar nach deinem letzten Schlag erneut zu, um beide Angriffe zu einem mächtigen Kombo-Angriff miteinander zu verbinden. Wow. Während eines Kombo-Angriffs kannst du bis zu 3 Schläge miteinander kombinieren. Jeder einzelne Schlag verursacht dabei mehr Schaden als der vorherige. Ja, gut, das ist ja nichts Neues, ne? Das kennt man ja. Ich finde, die Grafik sieht allerdings wirklich, also sehr, sehr, ja. Zweitwaffe nutzen. RB. Sehr, nicht so schön. Boah, alles explodiert. Ich meine, gut, hier explodiert viel, hier bewegt sich anscheinend viel. Aber, ja, vielleicht bin ich jetzt auch einfach zu viel Xbox One und PlayStation 4 Grafik verwöhnt. Kann natürlich auch sein, will ich nicht ausschließen. Das schockiert mich jetzt gerade schon, das Ruckeln. Halte A für schweren Angriff. Ja, der war ja mega schwer. Pariert. Jetzt rennt er auch noch weg. Bleib hier. Ich krieg gar keinen Combo-Angriff zusammen. Bleib stehen, du Drecksack. So, Scherge ist tot.
Ja. Also ich weiß nicht, wie erfolgreich Risen 1 und 2 waren. Ich meine, einen gewissen Erfolg müssen die ja gehabt haben. Sonst wird es keinen dritten Teil geben. Oh, oh. Ich halte RB. Ah, nee. Heile dich mit rum. Ich heile mich mit rum. Ja, okay. Womit auch sonst, ne? Mit Musik hört sich, wäre das jetzt bestimmt viel, viel toller. Ach, es war nur ein Traum. Dieser Dreckskerl. Hey. Hey. Schon wieder dieser Albtraum? Es ist immer der gleiche. Der Geisterkapitän? Ja, er verfolgt mich fast jede Nacht. Es ist nur ein Traum. Das wahre Leben wartet da draußen auf uns. Angelegt! Komm schon, wir sind da. Vor der Krabbenküste? Wie lange habe ich denn geschlafen? Viel zu lange. Schwing dein Hintern aus der Kajüte. Hör zu, ich warte unten am Strand auf dich. Also mal ehrlich, ja, ich bin keine Grafikhure. Aber diese Grafik von diesem Spiel ist ja wohl mal unterste Schublade. Da hat die PlayStation 2 in der letzten Generation ja bessere Grafik gehabt. Und hat weniger geruckelt. Also, das reißt mich jetzt alles echt nicht vom Hocker bis jetzt. Warte. Meine Truhe, da stelle ich mich einfach mal drauf. So, was habe ich denn da? Stahlbartsklinge. Nehmen. Duellpistole nehmen. Schwarzer Dreispitz. Komm, wir nehmen einfach alles mal mit. So, Questerfolg. Hole deine Sachen aus der Truhe. Ach, ich sollte sogar alles nehmen. Inventar öffnen. Rüste dich aus. Gehe dazu auf rechte Hand und wähle die Waffe aus. Danach auf Körper. Rechte Hand. Stahlbatz, Klinge, linke Hand, Duellpistole, Kopf, schwarzer Dreispitz, Körper, guter Mantel, Beine, schwarze Hose, Füße, polierte Stiefel. Achso, die hatte ich schon an. Klar, die hat man natürlich an, wenn man gerade aus dem Bett kommt. Ring, ja. Was haben wir denn noch da oben? Magie, achso, Seekarte. Da kann ich jetzt gar nicht. Ah, doch, da. Magie, Benutzbares, Proviant, Truhenschlüssel, alles. Gucken wir mal, was hier noch so rumfliegt. Ob hier noch irgendwas ist. Die Grafik ist... Naja, egal. Ich sag ja immer, es kommt ja nicht nur auf die Grafik an. Ne? Es kommt ja auf den Spielspaß an. Aber wenn das dann auch noch anfängt zu ruckeln und so weiter, dann hört bei mir eigentlich der Spaß auf. Weil also zumindest flüssiges Spielen muss gut, muss funktionieren, wenn die Grafik schon nicht so mithalten kann. Ja, könnte genauso gut aus Crash Bandicoot 4 sein. Oder 3 auf der PlayStation 2. Ich bin jetzt schon enttäuscht. Ich habe jetzt schon eigentlich gar keine Lust mehr weiterzumachen. Ich mache zwar weiter, aber so, ich habe eigentlich schon keine Lust. Wenn wir den größten Schatz, den die Südsee je gesehen hat, heben wollen, müssen wir den alten Tempel finden. Laut der Karte liegt der Tempel im Später vielleicht. Später vielleicht. Jetzt habe ich auch noch ihre... Guck mal, ich wollte einfach nur mal... Ich habe A für Reden gedrückt und dann ist natürlich ihr das Gespräch komplett abgebrochen direkt. So, und was ist jetzt los? Boah, jetzt hat er lange zum Nachladen gebraucht. Riesenratte. Ich dachte, das sind Schweine. Das sah aus wie ein Schwein.
Kann ich auch rennen? Ja. Habt ihr gesehen, wie der Wasserfall gerade nicht da war und dann auf einmal doch? Es ist ein magischer Wasserfall auf dieser Insel. Ich wusste es. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden. Aua. Scheiß Scavenger, dich mache ich kaputt. Da kriege ich Ruhm von meinen Piratenfreunden, weil ich einen Vogel getötet habe. Sieh mal, dort drüben scheint etwas zu sein. Ich kann nichts erkennen in diesen Pixeln. Als läge dort ein toter Pirat. Wie ich mir schon dachte. Wir sind nicht die Einzigen, die den alten Tempel suchen. Du solltest besser mal nachsehen. Vielleicht hat er etwas Nützliches bei sich. Vielleicht hat er so eine Nase Koks dabei. Können wir natürlich mal hier so ein Näschen ziehen. Nein, Drogen sind nicht gut. Merkt euch das. Toll, er hat ein Gold. Ah, noch ein zweites Mal. Guck mal, muss man plündern. Dann hat er nämlich plötzlich noch mehr. So, Logbuch öffnen. Markiere ein Quest auf deiner Karte. Auf Schatzsuche, Schatz eines toten Piraten. Ein toter Pirat an der Krabbenküste hatte eine Schatzkarte dabei. Darauf ist eine bestimmte Stelle hier an der Krabbenküste eingezeichnet. Ich möchte wetten, dort hat er seine Habseligkeiten verbuddelt. Kurz bevor sie ihn erwischt haben. Auf meiner Karte kann ich den Fundort des Schatzes sehen. So. Auf Karte markiert. Das ist eine... Moment, das macht jetzt keinen Sinn. Da oben steht Seekarte. Und... Das ist eine Karte von der Insel. Hallo? Ah, der Kerl hatte eine Schatzkarte dabei. Schau doch mal auf der Karte nach, wo er seinen Kram verbuddelt hat. Er liegt noch nicht lange da. Ich möchte wetten, sein Schatz ist hier irgendwo im Dschungel. Ja, und seinen Schatz, den holen wir uns jetzt auch. Mein Liebchen. Was war das? Mir war so, als wenn dort gerade noch... Schon wieder. Jetzt lädt der gerade nach und dann bleibt alles stehen. Sowas darf heutzutage nicht mehr passieren, finde ich. Was ist das denn? Raptor? Sei vorsichtig. Dieser Fleischfresser sieht gefährlich aus. Den lasse ich jetzt erstmal links liegen. Ich möchte erstmal den Schatz haben. Jurassic Park können wir nachher spielen. Ich bin Dr. Ellen Dingens. Hier hat jemand etwas vergraben. Aber wo genau? Wo ist denn hier die Schaufel? Wo siehst du denn hier eine Schaufel, Baby? Da. Ja, wo wohl? Wo hat da jemand was vergraben? Vielleicht beim Roten Kreuz auf dem Boden? Ja, in die Kamera. In your face. Gut gemacht. Jetzt sieh nach, was drin ist. Nee, also wirklich, das sind mir jetzt schon wieder viel zu viele Sachen, die scheiße sind. Großartig. Naja. Aber das war noch lange nicht alles, was es hier zu holen gibt. Du glaubst wirklich, dass dort oben im alten Tempel ein großer Schatz verborgen liegt, oder? Wart nur ab. Bald werden wir im Gold schwimmen. Ja, bestimmt. So, jetzt machen wir den scheiß Fleischfresser da kaputt. Jawoll! In your face, du Fleischfresser. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den anders beschimpfen sollte. Ich bin da herrlich unkreativ heute. Da kommen wir nicht rüber. Wir bräuchten eine Brücke oder so etwas. Sieh dich mal um. Hier müsste es irgendwas geben, was uns weiterhilft. Finde einen Weg über den Graben. Die Wurzeln und der Stamm des morschen Baumes geben eine prima Brücke ab. Ja, sowas ähnliches habe ich mir auch schon gedacht. Boah, was ist das denn? Ein riesiges, hässliches Totem-Dingen. So, wie können wir denn hier das Bäumchen
kaputt hauen. Können wir hier Holzfäller spielen. Ich meine, mir war klar, dass wir den Baum bestimmt irgendwie umschmeißen müssen, aber wie? Ja, wie soll ich den denn umschmeißen? Sag mir mal bitte irgendjemand was. Ja, wahrscheinlich hänge ich jetzt auch noch fest, ne? Ah, nee. Ja, Mädel, sag mir mal, was ich hier machen soll. Ah! An die Wurzel gehen und einfach natürlich. Ich bin Superpirat. Ich bin der Papa von Pippi Langstrumpf. Ich hau so einen Baum einfach mal eben um. Da stand aber auch nirgends A drücken, oder? Oder stand das da oben links? Ich habe das dann nicht gesehen, dann entschuldige ich mich. Gut gemacht. Oh, was ist denn da? Lass uns weitergehen, Brüderchen. Kack, versteckte Täler sind genau mein Ding. Ja, und schon wieder. Das mit dem Nachladen, das muss man echt in den Griff kriegen. Also das geht gar nicht, in meinen Augen. Schon wieder, oder? Er sieht fast aus wie... Hier hat vor langer Zeit jemand... Stirb, Gorilla, mir ist egal, ob du unter Artenschutz stehst. Yeah, don't fuck with Till Schweiger. Hat das Video jemand gesehen, wo der die Quallen da zermalt? Schrecklich. Schrecklich. Aber ein guter Aufhänger. So, da war nix. Soll ich jetzt etwa selbst nach einem Schatz suchen? Zeig mir den gefälligst an auf der Karte. Feinde! Töten! Yeah! Piraten! Tja, das war zu erwarten, dass wir hier nicht die Einzigen sind. Wir müssen sie aufhalten. Sonst sind sie vor uns beim Schatz. Ja, das müssen wir wohl. Yeah! Zack! Boah, guck mal, der ist direkt hingeflogen. Der hat gar keine Chance. Yeah. Oh, und dem sein Kollege steht nur daneben und guckt zu. Der hat, glaube ich, noch nicht mal ein Namensschild. Ist nur ein Helfer. Der ist geboren zum Sterben. So, das war's. Yeah. Und ich habe so gut wie gar nichts gemacht. Diese Halunken sind nur die Nachhut. Ein Teil von ihnen ist bestimmt schon im Tempel. Wer führt diese Jungs an? Was meinst du? Und wie geht's jetzt weiter? Ich schaue mich mal um. Wer führt diese Jungs an? Was meinst du? Wir werden schon bald herausfinden, unter welcher Flagge sie segeln. Der Kapitän ist mit Sicherheit schon im alten Tempel. Wir müssen unbedingt hinein. Wir segeln unter der Flagge der Liebe. Und die Zugbrücke ist eingefahren. Das sehe ich. Ja, aber ein paar Meter weiter unten am Fluss scheint ein Seiteneingang zu sein. Er ist etwas schwer zu erreichen. Aber es ist bestimmt nicht unmöglich. Versuch du, einen Weg in den alten Tempel zu finden, das Tor zu öffnen und die Zugbrücke auszufahren. Ich bleibe hier, falls noch mehr von den Mistkerlen hier auftauchen. Okay. Nehmen wir mal das rohe Fleisch mit und das Brot und den Krug. Und da ist doch noch ein Krug drin. Würdest du dich nicht da draufstellen, könntest du doch mitnehmen. So, Proviant hier auch nochmal. Also ich will nicht behaupten, dass es auf jedem System jetzt so aussieht. Auf dem PC oder auf der PlayStation 3. Da war er wieder. Der Geisterkapitän. Ach, Y. Aber wie kann das sein? Was bedeutet das? Vielleicht finde ich die Antwort in diesem alten Tempel. Aber auf jeden Fall auf der Xbox finde ich das ein Armutszeugnis. Echt mit dem hier, dass das die ganze Zeit hängen bleibt, wenn es nachlädt und so.
dass sowas darf heute einfach nicht mehr sein. Und dazu halt, ja, die, ich bin einfach unglücklich, kann man so sagen. Hm. Irgendjemand hat ihn erschlagen. Ein Wurfdolch. Ja, nimm den Wurfdolch auch mit. Cool. Hier entlang muss leuchtende es einen Weg Pflanzen. Zum vorderen Haupteingang des Tempels geben. Zack. Erstmal dran vorbei. Mit. Und dann. So. Irgendwas höre ich. Ich bin mir nur nicht sicher, was. Ich renne mal ein bisschen schneller. Ah, natürlich, genau in dem Moment muss er speichern. Eine Maske und ein Schalter. Ja, in jedem Maya-Tempel berühre ich einfach mal so Schalter und so weiter. Was ist denn da? Da ist ein Tor in eine andere Dimension hinter der Piratin Patty. So, Patty schließt sich mir an. Da bist du ja endlich. Warum hat das so lange gedauert? Ich hatte ein paar Probleme. Der Tempel ist gefährlich. Wir müssen weiter. Los, schnell. Also ich finde, ich war eigentlich recht schnell. Frauen haben doch immer was zu meckern. Gibt's ja gar nicht. So, direkt mal Schwert ziehen. Natürlich muss in dem Moment gespeichert werden. Und auf geht's. Yeah, zack. 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 Yeah! Erstmal durchsuchen hier. Später vielleicht. Ich will nicht mit dir quatschen. Später ich will vielleicht. Den durchsuchen. Boah, stell dich woanders später hin. Später vielleicht. Stell dich woanders hin, damit ich den durchsuchen kann. Kann ich jetzt nicht. Die steht jetzt natürlich ja die ganze Zeit rum. Kapitän. Kapitän Degenkolb. Ein alter Kontrahent von Admiral Alvarez. Sieht ganz so aus, als hätte unser Admiral einen Feind weniger. Er kam mit seinen Leuten hierher und suchte dasselbe wie wir. Den großen Schatz der Krabbenküste. Ich schätze, der Tempel hatte etwas dagegen, ihm seine Reichtümer einfach so zu überlassen. Wer weiß, wie lange wir noch durchhalten, bevor uns das gleiche Schicksal ereilt. Weiß Admiral Alvarez eigentlich, dass wir hier sind? Bekommst du jetzt etwa kalte Füße? Was machen wir jetzt? Bekommst du jetzt etwa kalte Füße? Dieser Tempel macht mir Angst. Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Ort. Wir hätten schon längst etwas finden müssen. Ein Hinweis, eine Spur, irgendwas. Wir waren ja noch nicht überall. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das noch will. Also sei vorsichtig. Ich find's einfach ehrlich gesagt schade. Weil, jetzt überlegt mal, was man jetzt alles gewohnt später ist hier. Vielleicht. Durch The Last of Us, durch Assassin's Creed Black Flag, durch GTA 5. Da hat man gesehen, was die Konsolen noch drauf haben, die Current Gen. Und ja, und dann kriegt ihr hier Risen 3 und denkt euch, WTF, what the fuck? Anderes kann ich leider nicht sagen. Wow. Ein Höllenhund. Ui. Ja, zeigt ihnen. Jawohl. Ein was von zwei. Was sind das für widerliche Kreaturen? Und was ist das für eine Höhle? Ich weiß es nicht. Ich sehe so etwas heute auch zum ersten Mal. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Komm schon, Schwesterherz. Wir sind Kinder vom alten Kapitän Stahlbart. Dem größten Piratenkapitän der Südsee, den es je gegeben hat.
Noch zu Lebzeiten hätte Stahlbart bei einem solchen Abenteuer niemals aufgegeben. Irgendetwas geschieht hier. Etwas Bedeutendes. Wir müssen der Sache nachgehen. Sei aber vorsichtig. Da drin sind bestimmt noch mehr. Oh, da haben sie die alte Animation von vorhin mit dem sei vorsichtig recycelt und nochmal rausgehauen. Wahrscheinlich, weil die so detailreich und super ist. Ich muss auch ehrlich sagen, die Story, die reißt mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier sitze und sage, oh, das muss ich jetzt noch 5 Stunden weiterspielen, damit ich weiß, was da jetzt überhaupt los ist. Irgendwie ist das so, auch wieder, wie die Synchronsprecher sind oder wie das Ganze hier aufgebaut ist, irgendwie packt mich das nicht so richtig. Keine richtige Atmosphäre. Liegt vielleicht aber auch an der fehlenden Musik, kann auch sein. Oh, was ist das? Oh, das ist auch der aus Taran und der Zauberkessel, oder? Ich bin mir sicher, mit Musikuntermalung wäre das Ganze viel, viel schöner. Siehst du, jetzt hast du doch noch dein eigenes Kommando. Nein. Rede nicht so einen Unsinn. Ich hol dich hier raus. Es ist zu spät. Nein. Time to say goodbye. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ja, ich muss ja für Hintergrundmusik jetzt sorgen, ne? Da es hier keine gibt. Leb wohl. Oh, 3 Wochen später. Bin gespannt, was da passiert. Da das Spiel Risen heißt, oder Risen, oder wie auch immer, bin ich sicher, dass ich auferstehe. Uwambu Katoga Recho Nai! Boah, ist das schlecht gemacht. Was um alles in der Welt? Langsam, Junge. Du bist noch nicht so weit. Lass dir Zeit. Aber was? Nur Geduld. Bald wirst du alles verstehen. Ja, nee, also ich mach hier jetzt auch nicht weiter. Die Zeit ist ja sowieso so gut wie rum. Also ich sag mal so, mit musikalischer Untermalung könnte das vielleicht eine Atmosphäre erschaffen, aber so ohne Musik. Tut mir leid. Also guckt nochmal, ob ihr vielleicht auch noch irgendwo ein anderes Video mit Hintergrundmusik findet. Ich mach das nicht mehr rein. Das sind die Hersteller alle selber schuld. Und wenn das Spiel dann beschissen wirkt, weil die Hintergrundmusik fehlt, seid ihr das auch selber schuld. Weil ich ja andauernd hier Copyright-Strikes in die Fresse krieg von YouTube, weil ich Hintergrundmusik hier abspiele von den Spielen. Und das, ist halt die Konsequenz daraus. Grafikmäßig rotzt das Spiel total ab. Also tut mir leid. Das ist noch nicht mal der Anfang von der Current Gen. Da gab es schon bessere Grafik bei vielen Spielen. Und man ist so verwöhnt von The Last of Us, von was weiß ich. Es gibt so viele Spiele. Es gibt, glaube ich, kein Spiel, was eine schlechtere Grafik hat. Die Story ist jetzt nicht unbedingt so mitreißend. Die Steuerung ist, ja, geht so. Na, also mit den Combo-Angriffen und so ist halt das Rad nicht neu erfunden. Also von mir gibt's nur eine bedingte Kaufempfehlung, vielleicht für Risen-Fans, aber ansonsten vergesst es. Ja, ich wünsche euch trotzdem noch, dass das Video euch gefallen hat. Vergesst nicht den Daumen nach oben für mich. Wenn das Video scheiße ist, wenn das Spiel scheiße ist, trotzdem bitte den Daumen nach oben geben, weil der ist für mich, nicht für das Spiel. Und jetzt bleibt nur noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie es auch mal bei euch sein mag. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.